Hallo, hier ist eure Ratzenbande. Im heutigen Video wird es mal wieder eine Review geben und zwar diesmal vom Train the Brain Roll Intelligenzspielzeug. Die Marke JR Farm führt insgesamt drei verschiedene Arten dieser Intelligenzspielzeuge, die sogenannte Train the Brain Reihe oder wie man sie auch immer gerne nennen mag. Und das wären einmal das Train the Brain Forest Intelligenzspielzeug, das Switch Intelligenzspielzeug und einmal das Train the Brain Roll Intelligenzspielzeug, eben das, was wir uns hier heute vornehmen werden. Das Produkt hier habe ich jetzt bei uns im Mega zugekauft. Ich habe es aber auch schon in anderen Zooläden gesehen und dafür habe ich jetzt 5,99 Euro gezahlt. Laut Hersteller besteht dieses Produkt aus einem Laubholz, ist somit auch ein naturbelassenes Produkt. Zudem soll es die Intelligenz der Tiere fördern und für alle Nager und Kaninchen geeignet sein. So, das waren jetzt so ein paar gröbere Fakten zum Produkt an sich. Schauen wir uns das Ganze mal aber etwas näher an. So, ich habe das Ganze jetzt hier mal so aufgestellt. So sieht das halt im Überblick aus. In einer durchsichtigen Verpackung ist es. Hier oben haben wir dieses typische Verpackungslogo hier von JR Farm. Hier steht Train the Brain Roll auch. Ja, mit dem Kaninchen hier. Das ist ja eigentlich auf jeder Packung drauf. Dann haben wir hier einmal die Beschreibung stehen hinten. Hier steht JR Farm Train the Brain Roll, naturbelassenes Spielzeug aus Laubholz für Nager, das die Intelligenz fördert. Füllen Sie in die aufschraubbare Holzrolle einige JR Grainless Drops und schrauben Sie diese wieder zu. Denke ich mal, hier ist ja jetzt dieses Metallding, deswegen kann ich es nicht so gut lesen. Lassen Sie Ihr Tier damit spielen. Es wird sofort versuchen, durch das Bewegen so viele Drops wie möglich herauszubekommen. Beinhaltet ein Beutel JR Grainless Drops gemischt, 40 Gramm sind das. Fütterungsempfehlung, zu füttern als Snack, Ergänzungsfuttermittel für alle Nager und Zwergkaninchen. Ja, steht eigentlich nur drauf, dass man das da reintun soll und das den Tieren hinsetzen soll und die dann da sofort dran gehen sollen und das versuchen rauszubekommen anscheinend. Das werden wir ja dann sehen, inwiefern sich meine Tiere dafür interessieren. Und ja, dass es ein Snack ist, sollte eigentlich klar sein, also dass man das nicht als Hauptfutter gibt. Dann haben wir hier einmal die Zusammensetzung der Grainless Drops aufgelistet hier. Und ja, hier steht das nur nochmal in verschiedenen Sprachen. Und zwar sind dort drinnen einmal als erste Zutat Erbsen, dann Karotten 11,2%, Stärke, Petersilie 4%, Löwenzahn 3,5%, Rote Beete 2,5%, Spitzwegerich, Lischgras, Brennnessel, Knaulgras, Wiesenrispe, Haferkraut, Rotklee, Wiesenschwingel 0,6%, Frauenmantel 0,6%, denke ich mal. Und analytische Bestandteile sind Protein 16,3%, Fettgehalt 4,9%, Rohfaser 9,3% und Rohasche 4,8%. Und hier steht noch als kleine Ergänzung, dass man es kühl und trocken lagern muss und dass das Mindesthaltbarkeitsdatum auf diesem Stempel, also dass es aufgedruckt ist. Das ist bei mir in dem Fall, das stand hier glaube ich irgendwo drauf, genau. Hier der 11.08.2018, also ist eine ganze Weile haltbar. Ja, die Bestandteile sind eigentlich so recht in Ordnung, sag ich mal. Also von der Zusammensetzung her ist es in Ordnung. Ein paar mehr Prozentwerte hätte man ruhig draufschreiben können, weil da frage ich mich, warum die bei manchen die Prozentwerte draufschreiben und bei manchen nicht. Und was ich noch anmerken würde, ist, dass es vielleicht man nicht unbedingt für diabetesgefährdete Tiere benutzt. Also die Grainless Drops werde ich nicht an meinen Zwerghamster verfüttern, weil der halt ja, diabetesanfällig ist. Er ist stark diabetesgefährdet. Degus, soweit ich weiß, auch. Und ja, Erbsen ist halt nicht so gut für diabetesgefährdete Tiere und Karotte halt auch nicht. Deswegen werden das jetzt hier nur meine Ratten bekommen. Man könnte natürlich überlegen, ob man da nicht vielleicht andere Sachen reintut. Eventuell vielleicht Nüsse oder so. Die haben die gleiche Größe ungefähr wie die Grainless Drops. Und ja, auf jeden Fall machen wir das Ganze jetzt erstmal hier auf und gucken uns das mal an, wie das so funktionieren soll. Dazu nehme ich hier meine Schere. Schneide es hier einfach mal auf. So.
So, hier haben wir jetzt erstmal die Rolle. Die ist sehr stabil, also da wackelt nichts. Das ist alles schön fest verarbeitet und sieht auch, finde ich, recht gut aus. Man muss dazu sagen, es ist ein Naturprodukt. Es ist aus Holz, das ist unerkennbar. Es ist aus unbehandeltem Holz, also wird man es wahrscheinlich, wenn man es dauerhaft liegen lässt, bei Mäusen oder Ratten nicht sehr lange benutzen können, weil die ja alles markieren. Also ich denke, man sollte das dann nur immer wieder mal reinlegen und dann nicht da liegen lassen, weil sonst wird es ja, denke ich mal, auch langweilig. Hat, wie ich hier sehe, 1, 2, 3 Löcher drin. Wird also, denke ich mal, nicht ganz so schwer sein, dass die Dinger da rauskullern und in der Mitte ist so eine Schraube drin. Man sollte halt nur gucken, denke ich mal, dass die Tiere nicht versuchen, ihren Kopf da durchzustecken. Ansonsten sieht das eigentlich ja ganz gut aus und es bröselt hier auch schon ein wenig. Dann haben wir hier einmal diese Grainless Drops. Die gibt es ja auch zu kaufen im Laden, also die kann man sich ja dann auch nachkaufen. Die sind ja jetzt extra hier, die Löcher für diese Grainless Drops sind die jetzt gemacht worden. Aber ich denke mal, dass man da auch andere Sachen reintun kann. Man muss halt nur gucken wegen der Größe. Also Sonnenblumenkerne sollte man jetzt nicht unbedingt reintun, weil die purzeln ja alle da sofort raus. Sondern was in einer ähnlichen Größe ist, ich denke mal eine Nuss oder so, eine Erdnuss. Das müsste ganz gut sein. So sehen diese Drops hier aus. Die gibt es in 3 verschiedenen Farben. Einmal in Rot, in Grün und in Gelb. Das sind dann die verschiedenen Sorten. Halt, dass hier wahrscheinlich so eher dann sowas mit rote Beete und hier eher was mit Karotte und so drin ist. Und halt hier so mehr die Kräuter drin, denke ich mal. Und ja, sie sind ein bisschen zerbröselt, muss ich sagen, bei mir. Also einige davon, gerade die grünen hier, hat es ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Ansonsten sind die eigentlich ganz in Ordnung. Ich habe jetzt hier irgendwie mehr grüne drin als rot. Ich weiß nicht, ob das immer so ist oder ob das nur bei mir so ist. Und insgesamt müssten da so 20 Stück drin sein, wenn ich mich jetzt nicht hier ganz verzählt habe. Und ja, das Prinzip soll ja so funktionieren, dass wir jetzt die Sachen hier alle mal einzeln reinfüllen. Das tue ich jetzt einfach mal. Man merkt direkt gleich, dass die so ein bisschen schwieriger reingehen. Also ich denke mal, alle wird man hier nicht reinfüllen können. Ich tue die jetzt mal so rein. Stehen. Gucken mal, wie viele wir hier reinkriegen. Da sind auch ein paar, die gehen ein bisschen schlecht durch, muss man sagen. Also die sind eigentlich fast schon zu groß. So. Und ja, da ist das Ding eigentlich auch schon fast voll. Also man könnte eigentlich schon fast sagen, dass diese Drops schon fast zu groß sind, wie ich finde, für diese Rolle hier. Und man sieht direkt, dass das erste schon rausfällt. Und ja, das soll jetzt hier so folgendermaßen funktionieren. Wir rollen das jetzt. Wenn das Tier jetzt hier kommt, dann rollen wir das und dann sollen diese Dinger hier rausfallen. Genau, und das tut es auch, wie wir hier sehen. Da fällt schon das erste raus und dann können die sich dann rausnehmen. Rollt natürlich jetzt nicht so geschmeidig wie jetzt, wenn etwas ja komplett rund ist. Also man sieht ja hier auch, dass es nicht komplett rund ist, einfach weil es ein Naturprodukt ist. Aber das ist ja eigentlich egal, weil die Tiere das ja eh von sich bewegen und dann so müssen sie halt mal mehr Kraft aufwenden und dann mal weniger. Und ja, so an sich funktionieren tut es auf jeden Fall schon mal. Jetzt bin ich aber gespannt, wie meine Ratten darauf reagieren werden, weil für die ist das Produkt ja gemacht oder halt auch für andere Nager, die diese Drops dürfen. Und ja, dann würde ich mal sagen, dann zeige ich mal ein paar Szenen, wie das Ganze bei meinen Tieren angekommen ist.
So, ich habe das Ganze jetzt einige Zeit lang getestet und meine Ratten haben das Ganze auch mehrmals ausprobiert. Ich muss an dieser Stelle dazu aber auch sagen, dass meine Ratten noch nie so eine Art Intelligenzspielzeug hatten. Also sprich, so ein Intelligenzspielzeug, bei dem die Ratten etwas rollen müssen, um an die Leckerchen heranzukommen. Darum waren meine Ratten teils auch etwas unbeholfen und haben auch versucht, mit Gewalt an die Leckerchen heranzukommen. Aber sie haben sich wirklich recht lange damit beschäftigt und auch immer mal wieder versucht, an die Leckereien heranzukommen. Nur, was mir jetzt noch bei der Benutzung aufgefallen ist, dass die Grainless Drops zum Teil etwas zu groß für die Öffnungen sind und darum die Rolle auch teils sehr viel gedreht werden muss, damit mal ein einziges Teil herausfällt. Und da haben meine Ratten dann auch teils sehr schnell die Geduld und die Lust daran verloren, das alles auszuprobieren. Und der Reiz war dann an dieser Stelle einfach nicht groß genug. Und deswegen hatte ich das Ganze auch nochmal mit ein paar Erdnüssen probiert, die ich dann da reingesteckt habe. Und da hat das Ganze echt besser funktioniert als davor. Und der Reiz war auch bei meinen Ratten zumindest viel größer an die Erdnüsse zu gelangen, als an diese Grainless Drops. Die Rolle an sich, finde ich, sieht sehr schön aus und ist auch, finde ich, recht stabil gemacht. Und was ich auch sehr gut finde, ist einfach, dass diese Rolle eine einmalige Anschaffung ist, da man die Sachen ja immer wieder mit Leckerchen befüllen kann. Und man muss da ja auch nicht unbedingt diese Grainless Drops nehmen, sondern man kann die Rolle ja auch mit ähnlich großen Leckereien befüllen, die dann auch für sein jeweiliges Tier geeignet sind. Und dann kann man die Rolle auch beispielsweise bei einem Hybrid-Zwerghamster reinlegen. Und darum ist die Rolle, wie ich auch finde, für alle Nager geeignet, die auch mal Lust haben, etwas mehr für ihr Leckerchen zu tun und die auch mal gerne beschäftigt werden wollen. Nur für Kaninchen finde ich persönlich jetzt die Rolle eigentlich schon fast etwas zu klein. Den Preis für das Produkt von etwa 6 Euro finde ich jetzt auch relativ in Ordnung. Es ist jetzt kein Schnäppchen, aber man bekommt dafür immerhin ein Naturprodukt, das man auch wirklich mehrmals verwenden kann. Insgesamt würde ich dem Produkt schon eine Kaufempfehlung geben, da ich sowas eigentlich generell immer eine gute Sache finde, wenn man sich selbst Gedanken darüber macht, wie man seine Tiere denn am besten beschäftigen kann. Und das Produkt ist auch eigentlich immer etwas, das man immer mal wieder zwischendurch verwenden kann, was ich auch tun werde selbst. Und das war's dann auch schon wieder mit dieser Review. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war ganz interessant. Und an dieser Stelle würde ich mich dann auch mal wieder verabschieden und sage bis zum nächsten Mal und ciao!